Willkommen beim nächsten Teil unserer RC-Fibel in Zusammenarbeit mit RC-Modellbau Fuchs. Ja, ich hoffe, dass diesmal dieses Knacksen weg ist. Letztes Mal war so ein komisches Knacksen immer da drin. Ich weiß nicht ganz genau, woran das lag, aber ich hoffe, das ist jetzt weg. Ja, mit welchem Thema wollen wir uns heute beschäftigen? Und zwar mit dem Thema Servos. Ja, was sind Servos und wozu werden die überhaupt gebraucht? Fangen wir mal ganz vorne hin an. Servos sind kleine Stellmotoren mit Getriebeuntersetzung, die mit der Funke elektrisch mit den Modellfunktionen mechanisch verbunden sind. Das heißt, im Regelfall ist der Servo dafür da, dass die Lenkung sich bewegt. Die Lenkung sind bei unseren Modellen immer proportional. Das heißt, wenn ihr zwei Drittel am Rad dreht, kriegt ihr auch zwei Drittel des Längseinschlages nach links oder nach rechts. Früher war das mal anders, heutzutage ist das aber Standard. Ja, und es gibt unterschiedlich starke Servos. Die Stärke, die wird in Kilogramm angegeben. Es gibt Servos mit Metall oder mit Kunststoffgetriebe oder sogar auch mit Titangetriebe. Weiterhin gibt es digitale oder analoge Servos und es gibt die in unterschiedlichen Baugrößen und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und damit einher geht natürlich auch der Preis. Der ist nämlich auch extrem unterschiedlich. So, und jetzt wollen wir mal irgendwo anfangen. Ja? Wir fangen mal an mit Analog- und Digital-Servo. Wo ist da der Unterschied? Analog- und Digital-Servos funktionieren grundsätzlich gleich. Sie führen die Steuerbefehle, die der Empfänger liefert, aus und setzen sich in Bewegung. Der Unterschied liegt in der Anzahl der Steuerimpulse. Sie liegen bei Digitalservos viel höher. Digitalservos sind daher präziser und korrigieren schneller. Und im Regelfall sind die vernünftigen Servos, die wir so fahren, auch immer digital. Ja, die günstigsten, die ihr so kriegen könnt, das sind Servos mit Kunststoffgetriebe. Die liegen so preislich zwischen 10 und 20 Euro. Neben der Baugröße ist die Stellkraft des Servos auch entscheidend für den Einsatzzweck. Die Stellkraft ist in erster Linie abhängig von der Getriebeuntersetzung und von den Materialien, aus denen das Getriebe gefertigt ist. Stellkraft, die das Getriebe nicht aushält, ist vergeudet. Sehr einfache und günstige Servos arbeiten daher mit dem Kunststoffgetriebe. Und die Servos verfügen über stark begrenzte Stellkraft und auch Stellpräzision. Außerdem ist die Stellgeschwindigkeit meistens gering. Kunststoffgetriebe leiden stark, wenn der Servosaver nicht sehr weich eingestellt ist. In ungünstigen Fällen reicht ein Einschlag aus, um die Kunststoffgetriebe zu zerstören. Sie eignen sich für einfache Automodelle, die keinen großen Anspruch hinsichtlich der Geschwindigkeit und Lenkpräzision gestellt wird. Ja, das ist meistens bei Modellen, sagen wir mal so, bis 100 Euro der Fall. Weil sonst der Servo schon so teuer wäre wie das ganze Modell. Die sind im Regelfall auch nicht so schnell und auch nicht so schwer und da kann ein Kunststoffgetriebe durchaus ausreichend sein. In unseren Modellen, in den 1.8er, AMA, T-Magic, HPI und so weiter und so fort, sind standardmäßig schon immer Metallgetriebe verbaut, weil mit anderen könnte man überhaupt gar nicht arbeiten. Und die beiden, die hier liegen, haben natürlich auch ein Metallgetriebe. Und die mit Metallgetriebe, die fangen so bei 20 Euro an und dann ist nach oben fast keine Grenze gesetzt. Also ihr könnt auch mal 200 Euro für ein Servo ausgeben. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ist zumindest möglich. Ja, und der Vorteil ist halt, Servos mit Metallgetriebe können deutlich größere Stellkräfte bei erheblich besserer Stellgenauigkeit und Stellgeschwindigkeit liefern als Servos mit einem günstigen Kunststoffgetriebe. Die sind zwar teurer als die einfachen Servos mit Kunststoffgetriebe, lenken aber bei Bedarf schneller und präziser und sind deutlich robuster, auch dann, wenn der Servo harten Belastungen ausgesetzt wird, sprich, wenn ihr irgendwo einschlagt und gibt einen Schlag vorne auf die Lenkung. Weil habt ihr da Metall, kann der mehr ab. Die Kunststoffzahnrechen brechen sofort, die Metall oder auch Titan, die halten sehr viel mehr aus. Und die aus Titan sind natürlich die teuersten, weil das ist das hochwertigste Material, was man da verbauen kann. Titan ist halt sehr hart und gleichzeitig sehr leicht. Die Getriebe halten also sehr lange und sind äußerst robust. Außerdem sind sie in der Lage, wegen des leichten Titanmaterials und der deshalb sehr geringen Masse, die bewegt werden muss, extrem hohe Stellgeschwindigkeiten zu realisieren. Weniger Masse kann man natürlich auch schneller bewegen.
In den meisten Fällen doch sind keine Titangetriebe verbaut, sondern titanbeschichtete Aluminiumgetriebe. Hier wäre dann ein Blick auf die Stabilität und die Haltbarkeit eines Stahlgetriebes sinnvoller. Hier, die haben auch ein ganz normales Stahlgetriebe. Das sind ja meine Lieblingsservos. Ihr kennt die schon, die JX. Die sind aus Fernost. Meiner Meinung nach von den Leistungsdaten und der Verarbeitung perfekt zu einem Bruchteil des Preises von zum Beispiel einem Corralli. Das sind im Prinzip auch die gleichen hier, nur der hat noch ein Kunststoffgehäuse und der hat ein Metallgehäuse. Ja, die Unterschiede gibt es also auch noch. Neben dem, da der einfach geiler aussieht mit Alugehäuse, hast du natürlich hier bei der Befestigung auch überhaupt kein Spiel und keine Flex, als das hier bei dem Kunststoff der Fall ist. Der ist natürlich, der Alu, auch stabiler, wenn es mal Einschläge gibt oder es geht um die Befestigung. Ja, und dann liest man immer brushed oder brushless. Also hier beispielsweise brush, stell scharf, brushless, ja, der. Wo fokussierst du denn? Ne? Also der ist auch coreless, ja, brushless, coreless. Und das ist analog halt zur Motorisierung von unseren Autos auch, ja. Die Brushless-Motoren haben höheren Wirkungsgrad und können halt bei derselben Menge Strom mehr Energie liefern oder haben halt mehr Kraft bei der gleichen Stromaufnahme. Ja. Zum Thema Stromaufnahme, also bei den 1 zu 8ern, bei den Amas und bei den meisten anderen kriegen die 6 Volt. Es wird immer angegeben, also bei Hidden zum Beispiel auch, die haben 6 Volt oder 8,4, sogenannte High Voltage Servos, dann sind die natürlich stärker und auch schneller, weil die mehr Strom zur Verfügung stehen haben. Aber im Regelfall liefert euer BEC keine 8,4, sondern nur 6. Das kann man ändern, habe ich in einem anderen Video auch schon mal gesagt, habe ich jetzt noch nie gemacht, weil das eigentlich auch nicht notwendig ist. Ja. Weil die Frage ist, wie sich eine unterschiedliche Stellgeschwindigkeit und eine Stellkraft überhaupt auswirkt, ja, oder ob man sagt, dann nehme ich halt einen stärkeren und schnelleren Servo mit 6 Volt, als da rumzubasteln und eine höhere Spannung da realisieren zu können. Ja, und je nachdem, was ihr da habt, habt ihr halt unterschiedliche Stellkräfte und auch Stellgeschwindigkeiten, und je höher die Stellgeschwindigkeit und die Stellkraft, desto höher ist der Preis. Das kann man im Prinzip so einfach mal sagen. Allerdings ist es sinnvoll, weniger bekannte Marken in Betracht zu ziehen, denn diese können bei gleichen Leistungsdaten und gleicher Qualität bis zu 50% günstiger sein. Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Zum Beispiel dieser JX. Der ist ja nicht so bekannt, die haben nicht so viel Marketing und tralala. Im Prinzip sind das meiner Meinung nach gleichwertige Servos, aber die sind eine Ecke günstiger. Ja, Servostellzeiten von 0,15 bis 0,2% stören beim Bächen auf freiem Gelände. Und mit höheren Geschwindigkeiten nicht wirklich. Ja, also Hedja hier hat jetzt. Also irgendwas funktioniert hier mit meinem Autofokus die heute nicht. Kann man das erkennen? Ich lese es euch mal vor. Also der hat eine Stellzeit von 0,12 bzw. 0,09. Also der ist schon flott. Ja? Wenn ihr auf der Rennstrecke seid, dann sollte er schon schneller als 0,1 Sekunden sein, weil da braucht ihr einfach. Das schnelle Feedback zusammen mit einer ordentlichen Funke, weil ihr in Kurven müsst und links und rechts beim Bächen ist dann nicht so schlimm, ob ihr jetzt 2 Meter vor oder später einlenkt, ist eigentlich egal. Ja, wenn wir schon beim Servo sind, dann packen wir gerade noch die Servohörner und den Servosaver mit dabei. Ja, Servohörner und der Servosaver werden benötigt, um die Drehbewegung vom Servo in die gewünschte mechanische Reaktion des RCs umzuwandeln. Ja, man könnte einfach sagen, ihr braucht das, damit das Ding lenken kann. Die Lenkmechanik unterschiedlicher RCK-Modelle enthalten normalerweise immer einen Servosaver, damit die Servogetriebe nicht durch Schläge in Lenken zerstört werden können. Ja, das heißt, der Servosaver dreht dann durch, sage ich einfach mal so. Das heißt, die Kraft verpufft und geht nicht bis an den Servo, weil ihr müsst euch einfach vorstellen, hier ist das Servohorn dran, vergrößert, und ihr kriegt hier einen Schlag drauf. Und der Servo hat noch eine Stelle, also versucht dagegen zu halten. Ja? Und je größer die Kraft ist, die da wirkt, und das ist ja auch eine Hebelwirkung, ja, dann zerreißt es euch in das Getriebe. Das Kunststoffgetriebe sofort, das Metallgetriebe ein bisschen später und das Titangetriebe noch ein bisschen später. Aber hättet ihr keinen Servosaver, dann würde das immer kaputt gehen. Ja? Also ohne Servosaver sollte man nicht fahren. Wie gesagt, die sind auch immer da drin und man muss die halt auch einstellen, weil wenn ihr die zu
fest eingestellt habt, dann bringt das auch nichts. Wenn ihr die zu schwach eingestellt habt, bringt das auch nichts, weil dann geht die Kraft vom Servo durch den Servo-Selfer und kommt an der Lenkung nicht an. Also muss man ein bisschen mit rumspielen. Habe ich aber, glaube ich, am Kanal auch schon mal ein Video zugemacht. Und die Servohörner gibt es halt auch aus Kunststoff oder Metall. Das ist halt auch so eine Glaubensfrage, weil es ist vielleicht dann doch billiger, euch geht das Servohorn kaputt, als euch geht das Getriebe im Servo kaputt. Ja, also ich habe früher immer alu-mäßig getuned. Mittlerweile mache ich das aber nicht mehr. Der Vorteil ist natürlich, ihr habt eine Verzahnung. Sprich, wo bin ich? Hier oben kommt das Servohorn drauf mit dieser Verzahnung. Hier ist dieses Ding, wo es drauf kommt, schon aus Metall. Gibt es manchmal aus Kunststoff. Und wenn ihr da natürlich ein Kunststoff-Aluhorn drauf tut und ihr kriegt einen Schlag, dann kann es passieren, dass im Kunststoffhorn quasi die Verzahnung einmal durchrutscht und dann habt ihr keine Lenkbewegung mehr. Habt ihr da Metall-Aluhorn drauf, dann hält das natürlich besser. Aber auch da gilt wie immer, die Kraft muss irgendwo hin und dann geht die halt in den Servo. Und das ist die Frage, ob das wirklich so sinnig ist. Ja, der Dirk hat hier noch die Servoschäden. Warum gehen Lenkservos kaputt? Das habe ich im Prinzip jetzt schon ein bisschen besprochen. Ja, ist klar, gibt einen Schlag oben drauf. Muss die Kraft irgendwo hin. Wie gesagt, entweder wird durch den Servosaver abgefangen oder durch das Servohorn, wenn das aus Kunststoff ist. Whatever, müsst ihr so ein bisschen mit rumspielen. Fakt ist allerdings, dass zu 90% die Servos, die in den RTR-Autos verbaut sind, scheiße sind. Weil aufgrund der Preisgestaltung, die ja jeder Hersteller da irgendwie haben muss und irgendwo muss ja auch ein Endpreis rauskommen, nehmen die natürlich eher einen günstigen Servo für 20 Euro als einen für 100 Euro, weil das Modell dann unverhältnismäßig teuer wird. Ja, deswegen sage ich immer, fahrt die Servos einfach, wenn sie kaputt sind, dann tauscht ihr die durch einen vernünftigen aus. Wobei ich das auch schon gemacht habe, im Outcast beispielsweise, habe ich den sofort ausgebaut, weil ich schon gelesen hatte, da die alle scheiße sind. Da gibt es auch, wie bei vielen anderen Sachen, so einen Glaubenskrieg, was jetzt am besten und was am schlechtesten ist. Ja, probiert es einfach mal aus oder geht zu eurem Händler eures Vertrauens und fragt den mal, was er da empfehlen würde, zu kaufen. Fakt ist, ihr müsst gucken, oder wichtig meiner Meinung nach ist Getriebe auf alle Fälle. Ein vernünftiges Metallgetriebe, Titan muss meiner Meinung nach nicht sein, weil er immer wieder unverhältnismäßig teuer ist. Der sollte eine vernünftige Stellkraft haben. Also ich denke, wenn ihr in einem 1:8er 25 Kilo habt, das seid ihr gut mit bedient. Das ist je nach Modell der Doppelte, was standardmäßig verbaut ist. Bei der Geschwindigkeit, wie gesagt, beim Bächen nicht unbedingt so wichtig, aber wenn ihr eine Stellgeschwindigkeit habt, irgendwo zwischen 0,10 und 0,15, seid ihr da auch sehr flott unterwegs. Wenn ihr Pech habt, kriegt eure Funkdaten gar nicht so schnell umgesetzt, dann bringt euch auch der teure Servo nichts, dann muss das Gesamtpaket auch immer stimmen. Ja, das soll es soweit gewesen sein zum Thema Servos. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gebt mir ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Erzählt von der Fibel weiter. Weil ich denke, mittlerweile haben wir jetzt über 20 Teile schon gemacht und einen Großteil der Fragen abgebildet. Ich habe auch schon so ein paar Anregungen von euch bekommen, was wir noch so umsetzen sollen, weil so langsam sind wir mit der geschriebenen Fibel nämlich durch. Dann werde ich auch probieren umzusetzen. Wie gesagt, erzählt davon weiter. Gerade Leute, die mit dem Hobby anfangen und nicht unbedingt immer überall fragen wollen, denke ich, können so einen groben Überblick hier mit der Fibel da bekommen. Bis dahin, euer Zinti Burbach. Ciao, ciao.